Das ist nicht dein Ernst. Schwester, schön dich zu sehen. Lass den Unsinn, was soll das? Das hier. Oh. Das sind die Dokumente, aus denen hervorgeht, dass du ganz massiv Firmenwälder hinterzogen hast. Schönes Haus hier. Du steckst also dahinter? Natürlich. Bist du wahnsinnig? Du weißt doch ganz genau, dass diese Anschuldigungen total aus der Luft gegriffen sind. Wie das so ist mit Verdächtigungen. Die erstmal da sind, wird man sie nicht mehr los. Was? Den schlechten Geruch. Warum hast du das getan? Kannst du es dir nicht denken? Ich will die aus der Geschäftsleitung raushaben. Willst du das Erbe unserer Familie zerstören? Nein. Es ist deine Familie hier. Was? Hör zu. Meine Mutter hat dich damals aufgenommen. Es hat sich nie die Frage gestellt, ob du dazu gehört. Selbst wenn... Wenn ich ein Bastard bin? Wolltest du das sagen? Nein. Aber es stimmt doch. Ich bin der Seitensprung, der Bastard, das Unglück. Und mein ganzes verdammtes Leben lang habt ihr es mich spüren lassen. Du, deine Mutter, sogar Vater, die mitleidigen Blicke, das Geflüster hinter meinem Rücken. Um jedes kleinste bisschen Anerkennung musste ich kämpfen. Um jedes bisschen Anerkennung. Und nie war es genug. Ich habe das nie gesagt. Nein, du hast es nicht gesagt. Das musstest du auch nicht. Willst du, dass ich dir meine Anteile überschreibe? Das ist immer noch nicht kapiert. Was? So, entweder du bist die Teilhaberin, dann behältst du die Anteile, dann hast du das ganze Geld, dann hast du keine Verantwortung, kannst endlich eine Familie gründen. Das hast du ja schon. Oder du akzeptierst, dass diese Firma in Zukunft nach meinen Regeln geführt wird. Meine Befehle, meine Gesetze. Überleg's dir. Noch habe ich dich ja nicht angezeigt.